Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute hier wieder diese SBC abschließen. Ich weiß noch nicht, ob man hier ein oder zwei Tots drin kriegt. Heißt ein bisschen komisch, ultimatives TDS-Set. Kann natürlich auch sein, dass man nur einen aus den Big-Spielern da kriegt. Man muss zwei Tots abgeben, Rest ist relativ geschenkt. Also ja, schauen wir einfach mal, was wir hier brauchen. Wie gesagt, zwei Tots sollte jeder mittlerweile haben. Ich habe euch ja immer empfohlen, die Daily Knockout-Turniere und so weiter zu spielen. Diesmal ist es ein bisschen happig, muss man 6-mal gewinnen, um einen zu bekommen. Also vielleicht werden wir das streamen auf meinem Sword-Kanal. Freunde haben wir auch gestern ein bisschen gestreamt. Anladung, Leute am Start, korrekt dafür. Wie gesagt, wir gehen auf jeden Fall mal durch, welche Spieler ich hier genommen habe. Also sehr, sehr günstig. Ich hatte auch fast alle untauschbar. Muss nichts kaufen, send mal das Ding einfach ab. Am Ende werden wir natürlich noch ein paar Packs hinten dran schneiden, die ich noch so zur Verfügung gestellt kriege von diesen Sets. Schauen wir einfach mal, wie viele es sind. Ihr werdet es im Titel schon sehen. Hat er jetzt. Ah ja, es sah erst so aus, als ob ich nur eins von zwei abgeschlossen habe, aber habe natürlich das komplett abgeschlossen. Und jetzt drücken wir einfach mal drauf. Ah, es ist nur einer. Okay, es ist wahrscheinlich einer von den Big Playern dann, okay. Machen wir einfach mal auf und hoffen auf einen gescheiten Kracher-Spieler. Wäre natürlich nice, wenn wir hier einen fetten Pool ziehen würden. Rob, bitte was Gescheites. Argentinien, ZOM, Paulo Dybala. Ja, mein Freund, das ist sehr gut, da freue ich mich schon. Das ist Dybala, ein sehr, sehr geiler Spieler. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dieses Pack aufzumachen, Freunde. Ja, Mann, also der ist sehr, sehr geil. Dybala, sehr, sehr geiler Spieler. Der wird auf jeden Fall für mich erstmal auf die Bank kommen, weil ich habe einen Pelé als Zehner und ich denke, Pelé ist trotzdem besser als ein Dybala. Dybala werden wir natürlich mal testen. Sehr, sehr geil. Also Freunde, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch mit dem Video gefallen. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne was in die Kommentare. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Ciao, ciao, bis die Tage, meine lieben Freunde.